Rückblick. 23. November 2013. Der von Lufthansa Cargo und Aktion Deutschland hilft auf den Weg gebrachte Hilfsgüterflug erreicht die philippinische Hauptstadt Manila. An Bord der Maschine sind Notfallnahrung, Wasserfilteranlagen, Medikamente und Hygieneartikel. Insgesamt 66 Tonnen Hilfsgüter werden in Manila umgepackt und in kleineren Frachtflugzeugen weitertransportiert. Dorthin, wo Taifun Haiyan wenige Tage zuvor eine 600 Kilometer breite Schneise der Zerstörung hinterlassen hat. Auf den Inseln Leyte, Samar und Cebu benötigen Millionen Menschen dringend Hilfe. Ja, im Namen von LensAid möchte ich mich bei Lufthansa Cargo bedanken für den Hilfsflug, der damals schnell mobilisiert werden konnte, damit 3 Zelte von LensAid hier vor Ort gebracht werden konnten. Sie kamen zum Einsatz in der Nachbarstadt Bogo City für ein medizinisches Nothilfecamp. Und jetzt innerhalb weniger Tage in einer Woche möchten wir diese 3 Zelte wiederverwenden für ein medizinisches Notcamp hier vor Ort in San Remigio. In behalf of the Filipino people, we would like to thank Lufthansa Cargo for bringing us the tents, the mosquito nets, the water jug and the food to the people in Tacloban who were devastated by Typhoon Haiyan or Yolanda. Thank you very much from the bottom of our heart. Hello, my name is George Dais and I'm the head of mission for Arche Nova in the Philippines for the Typhoon Yolanda response. And taking this opportunity, I would like to thank Lufthansa Cargo because the company helped us in the first days of the typhoon with the transportation of hygiene kits to the affected areas. So it was a very big successful intervention of her part for our successful intervention in the Philippines. Auch wir bei Malteser International haben in der Nothilfephase dank Lufthansa Cargo unsere Zelte bis hierher auf die Philippinen bekommen. Heute auf Bantayan haben wir auch Hygienekits in dieser Schule verteilt. Thank you so much for Lufthansa Cargo for the transport of these poles which was given last November 2013 for the people affected by Typhoon Yolanda, at least for them to have a safe water to drink and will not be affected by any health issues. Auch vom ASB, von den Johannitern, von HelpAge und von Aktion Medior wurden seinerzeit Hilfsgüter ins Land gebracht. Genau zu dem Zeitpunkt, als es am allerwichtigsten war. Als die Menschen hier auf den Philippinen kurz nach Haiyan Lebensmittel brauchten, Trinkwasser und auch Zeltmaterialien für die Unterkünfte. Vielen, vielen Dank an Lufthansa Cargo für die tolle Unterstützung. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.